Hallo, diesmal melde ich mich aus dem Leistungszentrum des DGVs hier in St. Leonroth zusammen mit Max. Das letzte Mal habe ich euch Tests gezeigt und heute zeige ich euch jeweils eine Übung, um sich für diese Tests zu verbessern. Die erste Übung, die ich euch zeige, ist für die Verbesserung der Rotationsfähigkeit der Brustwirbelsäule, falls ihr da Probleme habt. Dafür geht ihr in den halben Kniestand, so wie Max hier, mit dem linken Bein nach vorne. Nehmt euren Schläger oder einen Besenstiel oder etwas Vergleichbares dazu in beide Hände und bringt das Ganze über Kopf. Eine maximale Streckung, ohne dass ihr jetzt diese Position aufgebt im Oberkörper. Dreht ihr jetzt maximal nach links und nach rechts, ohne dass sich das Becken in der Position, mach mal weiter, ohne dass sich das Becken in der Position verändert. Das Ganze macht ihr 20 Mal, 10 Mal nach links, 10 Mal nach rechts. Und dann sollte das mit eurer Drehfähigkeit in der Brustwirbelsäule auf Dauer kein Problem mehr sein. Die zweite Übung ist dafür da, die Beweglichkeit und die Mobilität in eurem Becken zu verbessern. Dafür geht ihr zu euch ins Treppenhaus, geht in die Position, dass ein Bein eine Treppe oben drüber ist, eins weiter unten, ein schön stabiler Stand. Ihr haltet entweder einen Medizinball oder eine Wasserflasche. Ihr braucht irgendwie ein mittelschweres Gegengewicht für diese Übung. Folgendermaßen, mit einem guten, aufrechten Stand in die Position rein. Jetzt wirklich dynamisch hebt Max das Bein, dreht rüber zur anderen Seite und kommt wieder zurück. Startet, dreht rüber und kommt zurück. Und fängt jetzt nochmal richtig an, dynamisch zu arbeiten. Sehr gut. Rüberdrehen, zurück, rüberdrehen, zurück. Wichtig dabei ist ein guter, fixer Oberkörper, dass ich nur das Becken unten an Ort und Stelle drehen kann. Auf jede Seite 10 Mal und dann sollte das auch mit der Beckenmobilität bei euch gar kein Problem sein. Die dritte Übung zielt darauf ab, eure Po-Muskulatur zu verbessern, falls ihr in diesem Test nicht so gut abgeschnitten habt. Dafür legt ihr euch auf den Boden. Ihr braucht einen Stuhl, wo ihr eure Füße drauf platziert. Wichtig ist, dass beide Fersen auf dem Stuhl drauf sind. So, Max nimmt jetzt ein rechtes Bein in diese Position und hebt leicht sein Becken ab. Das ist die Ausgangsposition der Übung. Und nun streckt er sein Becken maximal nach oben und streckt dabei sein Bein komplett senkrecht gen Himmel. Kommt wieder zurück, beugt das Bein und streckt. Beugt und streckt. Wichtig dabei ist, die Ferse bleibt die ganze Zeit auf der Sitzfläche. Es besteht eine durchgängige, geh nochmal nach oben bitte, eine durchgängige Linie zwischen Oberkörper und Beinvorderseite. Und in der Ausgangsposition berührt der Po nicht den Boden. Genauso wie ich das von Max erwarte, erwarte ich jetzt von euch, dass ihr über die Wintermonate fleißig trainiert. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und wir sehen uns in der nächsten Saison.